Ich glaube, national ist es auf jeden Fall ein Thema, dass wir in Deutschland da etwas konservativer sind in vielen Fällen. Also wir sind, gerade was Geschäftsmodelle angeht, sind beispielsweise die Amerikaner deutlich innovativer. Also da geht es eher darum, wirklich Digitalisierung zu nutzen, um Geld zu machen sozusagen. In Deutschland wird es eher als Möglichkeit gesehen, Effizienzen zu steigern. Und das führt natürlich dazu, dass man erstmal den Business Case sehen will. Das heißt, deutsche Unternehmen sind häufig ein bisschen abwartend, weil sie einfach sagen, was bringt es mir am Ende? Und am Ende wissen sie halt noch nicht, was da heute rauskommt, weil die Sachen sind neu für alle. Ich glaube, das ist aber riskant vor dem Hintergrund, weil in vielen Fällen, und das gerade die Digitalisierung hat die Eigenschaft, dass eigentlich der First Mover Advantage relativ wichtig ist. Das heißt, ich muss versuchen, Netzwerke aufzubauen. Derjenige, der Erste ist, und das ist so das Thema der Digitalisierungsökonomie, der kann am Ende auch die Früchte ernten sozusagen. Und ich glaube, das ist das Risiko, vor dem wir in Deutschland stehen. Es übersetzt sind natürlich nicht nur die Firmen selber, die ein bisschen zögerlich sind. Ich glaube, es sind aber auch die Mitarbeiter, die mitgenommen werden müssen. In Deutschland sind wir sehr stark auf Automatisierung aus, was für die Mitarbeiter auch eher negativ ist. Und ich glaube, da müssen wir einen eher positiven Spin ranbringen am Ende. Ich würde sagen, auf globaler Ebene sind die Hemmnisse generell, ist natürlich, wenn die Wirtschaft, wenn die Handelsbarrieren wieder steigen. Also das ist für mich mit einer der Innovationshemmnisse, der droht. Aber ansonsten sind es natürlich die technologischen Entwicklungen, die eine Rolle spielen werden. Es ist natürlich so, dass der Hersteller einer Maschine am Ende auch sozusagen der Innovator hier ist in dem Fall, der von diesen Geschäftsmodellen profitieren kann. Ich glaube, wir nutzen einfach die Möglichkeit, alles, was an Daten generiert wird in einer Produktionshalle, das nutzen wir heute überhaupt noch nicht. Und rund um dieses ganze Thema werden Sie aus meiner Sicht sehr viele Geschäftsmodelle entwickeln. Es gibt ja teilweise schon Pay-per-Use-Modelle oder auch Modelle, dass wirklich Firmen rangehen und eine Optimierung von Prozessen versprechen, nur anhand der Daten, die dann wiederum umgesetzt wird. Also ganz klares Ja.